Ich habe an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin Fagott studiert. Seit 2005 unterrichte ich an der Kreismusikschule Greiz dieses Instrument. Um es zu spielen, benötigt man ein doppelblättriges Röhrchen. Das Mundstück. So. Und in den Holzblasinstrumenten ist das Fagott durch seinen tiefen und warmen Klang bekannt. Ihr kennt es sicherlich durch das Musikstück Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew, wo es den Großvater darstellt. Holzblasinstrument auch zu erlernen und hier eine kleine Hörprobe. Wenn ihr mehr über dieses Fagott oder das Fagottino erfahren möchtet oder es einmal ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch in der Kreismusikschule Greiz melden. Bis demnächst. Tschüss.